Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Kolat. Heute habe ich ein wunderschönes rotes Licht, passend zu dem roten Männchen, der uns immer verfolgt. Ich dachte, das wäre vielleicht eine schöne Kombination. Wir haben hier bei dem Feuer letztes Mal Halt gemacht. Und wenn ich irgendwie mal aus Versehen zwischendrin mal au oder so sage, ich habe es gerade schon im Chat erwähnt, wundert euch nicht, ich sitze hier mit einem Kühlpack, denn ich habe mein Knie ein wenig lädiert. Ein wenig nur. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, es tut ein bisschen weh. Deswegen mache ich heute auch nicht ganz so lang und wir gucken einfach, wie es läuft. Gut, jetzt spielen wir aber. Hoffentlich haue ich es mir nicht an, weil ich mich so erschrecke irgendwie. Bei Delay einfach mal neu laden, genau. Das hilft immer. Drücken E. Also wir sind hier. Das ist doch interessant, oder? Ich bin wahrscheinlich zufälligerweise immer richtig gegangen mit den Koordinaten. Es ist so witzig. Ich habe mich heute wirklich auf dieses Spiel gefreut. Ich habe letztes Mal so gemeckert. In der einen Folge. In der nächsten habe ich alles wieder zurückgenommen und gesagt, wie cool das Spiel eigentlich ist. Und heute habe ich mich tatsächlich darauf gefreut, wieder den Landschaftssimulator mit euch zu spielen und eine kleine Schneewanderung vorzunehmen. Was eigentlich doch echt gut irgendwie gut zusammengesetzt ist, das Ganze, und gut gestaltet ist. Ich weiß auch nicht. Jetzt schauen wir einfach mal, wohin uns das Wetter so führt. Ist es wirklich nicht zu laut? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie, es ist deutlich zu laut. Seht ihr? Da war's. Ist zu laut oder ist noch okay? Muss ich schon gegen den Schnee anschreien? Wo bin ich hier überhaupt? What the fuck? Warum hat das so gerüppelt gerade? Hat hier wieder was reingeladen? Ist da wieder der Kerl? Ha! Feuer! Es war rot. Ich bin erschrocken. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte. Noch geht's. Ja, ich sag euch, der wird uns wahrscheinlich gleich voll erschrecken, weil es dann auf einmal viel zu laut ist. Wartet, ich mach mal ganz kurz bei mir in OBS ein kleines bisschen noch leiser. Das kann ich ja auch machen. Sekunde. Moment. Machen wir das gleich noch auf die andere Spur. Wir haben hier, genau, Kopfhörer. Und Mikrofon. Ja. Okay. Wie ist es? Wie ist es? Achso, ihr hört noch nichts. Sekunde. Wie ist es jetzt? Ist es jetzt ein bisschen? Konnte ich das so noch ein bisschen austarieren? Ansonsten erschrecken wir uns alle zusammen wegen irgendwas. Ist doch auch nett. Oh, ist das eine schöne Brücke. Oh, ist die gemütlich. Ach, hier geht man doch gerne spazieren. So, ich habe mich hier ordentlich verlaufen. Eigentlich wollte ich ja nur eine Kiste Bier kaufen. Cola. Und plötzlich bin ich hier gelandet. Jetzt komme ich nicht... Wo ist denn der Supermarkt? Soll ich mal nach dem Weg fragen? Vielleicht ist hier ja jemand, den wir irgendwie nach dem Weg fragen können. Also so verlaufen habe ich mich ja schon lange nicht mehr. Als ich losgegangen bin, war noch schönes Wetter. Ja, geh Route neu starten. Viel Spaß. Geh Route neu starten. Ich hab doch
doch gerade Schritte gehört hier irgendwo. Vielleicht kann ich dem ja nach dem Weg fragen. Oh, die ist kaputt, okay. Entschuldigung. Da war doch letztes Mal so ein netter roter Mann. Wo ist denn der hingegangen? Der könnte uns bestimmt helfen. Oder der würde uns doch... Oh, nicht runterfallen. Der würde uns doch sicher helfen, wenn ich ganz nett frage. Was meint ihr? Ah, da ist das Feuer, wo wir losgegangen sind. Ja, toll. Dead End. Dead End wäre eigentlich ein toller Name für ein Horrorspiel. Hättest du an der Bäckerei nicht links abbiegen sollen? Ach, das war der Fehler. Ich hätte reingehen sollen in die Bäckerei. Das war der größte Fehler überhaupt. So fängt es ja schon an. Dann hat die mich aber auch nicht gut beraten, die Olle. Ach. Ah. Ja. Denn hier immer so? Ich finde es ganz blöd, dass ich es lauter gemacht habe. Das habe ich viel mehr Angst. Nein, nein, ich habe keine Angst. Nein. Natürlich haben wir keine Angst. Okay, ich... Geht es hier auch noch weit? Kann man hier Angst haben? Es ist gemütlich. Schnee, schön. Alles super. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, ich bin hier falsch. Bei mir im Zimmer sieht es viel gruseliger aus mit dem roten Licht als hier im Spiel. Ha! Was hat da reingeladen? Was hat da reingeladen? Sag schon. Sag's mir. Ich bin da... Was? Ja. Wölfe? Wölfe? Nein, 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 nein. Und was war das für ein Bing? Es wird schon wieder dunkel, ne? Bin ich jetzt irgendwie schon 2 Tage hier? Kann das sein? Wenn euch die Ohren abfallen, einfach weinen im Chat. Die Schneeflocke da links, ja. Die da? Die? Komm, wir laufen lieber ein bisschen. Waren wir hier nicht schon mal? Bin ich jetzt schon wieder bei dem Punkt? Oh ne, hier ist wieder rot, guck mal. Die Musik ist ganz schrecklich. Das ist ein Zelt. Ist das ein Speicherzelt? Ah ja, cool. Aber das Lagerfeuer ist aus. Ja, schauen wir mal ganz kurz, wo wir sind. Aha. Ja, ich habe halt einfach keine Orientierung, deswegen... Ach, der hat hier alle Koordinaten aufgeschrieben. Und auch schon welche durchgestrichen. Wahrscheinlich sollen wir da immer hingehen. Und er streicht die dann durch, wenn wir es geschafft haben. Wahrscheinlich ist es ein Wunder, dass ich überhaupt schon so weit gekommen bin, ohne das zu kapieren hier. Waren wir nicht schon mal bei dem Stein? Ja, ich habe auch das Gefühl, aber irgendwie ist es sehr verwirrend. 7N52E. Aber woher weiß ich denn, wo die Koordinaten... Ach so, da steht's.
7N. E, das wäre dann hier. Und wie komme ich da jetzt hin? Kann ich mir da eine Markierung setzen? Okay, was ist denn in meiner Nähe? Wo bin ich denn? Bin ich hier? Ich gehe nochmal raus. Nummer E. Also ich bin anscheinend hier, oder? Ja genau, da sind diese komischen Steine. Und ich bin hier. So, das ist ungefähr bei 33. Gibt es irgendwas Interessantes auf 33? Nö. Es gibt was bei 7. Und es gibt was bei 66. Das wäre hier. Guck mal, das ist hier bei der. Einfach hier runter. Nie ohne Seife waschen. Also, nach Süden. Also gehen wir hier hin und dann nach Süden. Ich probiere es. Ich probiere es mal. Süden. Nochmal kurz die Karte anschauen. Wie war das? 66N12? Glaube ich. Ah ne, 66. Ja, irgendwo hier halt. Das heißt, ich müsste eigentlich nur dem Weg folgen. Nach links. Also nach Westen. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Guten Abend, Danny. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wo ist denn hier der Weg? Da ist der Weg. Die Karte habe ich halt immer nur beim Zelt, was auch ganz toll ist. Ich glaube, es ist ein Wunder, dass ich durch Herumirren überhaupt so weit gekommen bin. Ich glaube wirklich. Ich glaube, so spielt man das, so wie ich es jetzt mache. Wie spielt man dieses Spiel? Aber... Aber die Karte kann ich mir jetzt nicht anschauen, ne? Oh, das ist kacke. Wäre sonst zu OP, meinst du? Ich finde das schon fies. Hat irgendjemand einen Plan, ob ich jetzt richtig gehe? Ich finde das irgendwie ohne Karte sau schwer. Also mein Gefühl war jetzt hier lang zu gehen und ich glaube, ich kann den Kompass nicht lesen. Oh, Wölfe. Du sollst doch die Landschaft beobachten. Ach ja, Entschuldigung. Bin ich wieder hier. Shit. Ich will zu dem weißen Ding da oben. Wie komme ich denn da hin? Sollen wir das machen? Sollen wir probieren, ob wir da irgendwie hochkommen? Hat ja eigentlich ganz gut geklappt bisher. Mit Landschaft beobachten. Ja, ich check grad nicht. Also, okay, ich kapier den Kompass. Ich geb's zu, ich kapier den Kompass nicht. Heißt Rot Norden und Schwarz Süden oder genau andersrum? Also, was ist oben, was ist unten? Oder warte mal, ein Kompass zeigt doch immer nach Norden. Aber was davon ist denn das. Was davon ist denn das, was ich folgen soll? Ich gebe es zu, ich habe keine Ahnung. Gehe ich jetzt gerade nach Norden? Heißt das, ich gehe nach Norden?
Du läufst gerade nach Nordwesten. Rot ist normalerweise Norden. Ah, okay. Weil es steht auf beiden was drauf. C und HD oder so. Und das. Ich weiß gerade nicht, wie ich mir das übersetzen soll. Aber wenn Rot normalerweise Norden ist, dann ergibt das für mich schon mehr Sinn. Okay. Dann gehe ich gerade nach Norden. Okay. Also die Wölfe machen mir ein bisschen Angst jetzt. Und dieses komische Klirren. Kling. Was soll das? Was soll dieses Klirren? Mir vorgenommen, dass wir es heute durchspielen. Das schaffen wir. Heute schaffen wir uns noch die restlichen Sehenswürdigkeiten anzuschauen und dann sind wir fertig. Ich weiß, wo ich bin. Ich bin wieder bei dieser dämlichen Brücke. Und was ist, wenn ich einfach mal hier lang gehe? Da bin ich noch gar nicht lang gegangen. Jetzt lauf halt, jogg doch mal ein bisschen. Das würde dich auch mal in Form halten hier. Bisschen warm halten. Der Rote hat, glaube ich, auch wirklich nur so ein paar Punkte, wo er immer ist, ne? Also es gibt so Stellen, da geht der halt nicht. Und es gibt Stellen, wo der immer ist. Und nachdem ich jetzt geschnallt habe, dass es tatsächlich nicht linear immer weitergeht, sondern... Was ist hier wieder los? Geht der hier spazieren? Der Rote? Ich habe mich vor dem Pfosten erschreckt. Ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Ich laufe bestimmt gleich in die Arme. Es ist hier so eng. Oh, alles gut, okay. Nachdem ich jetzt gepeilt habe, dass es wirklich einfach eine große Map ist, habe ich wohl auch ein bisschen gebraucht für, ne? Und ich nicht auf bestimmten Wegen nur durchgehe, sondern halt einfach das komplett Open World ist. Weil ich tatsächlich einfach Detektiv spielen muss. Das ist halt auch schon wieder was anderes jetzt. Oh Gott, wo bin ich? Mag das Geräusch nicht. Was ist mit dem Geräusch? Gibt es Wölfe da? Ja! Rotes Norden. Okay, danke, danke. Nochmal gegoogelt. Sehr gut. Da hinten ist ein Lagerfeuer. Hoffe ich. Fuck, da war ich aber auch schon. Ich glaube, ich war jetzt tatsächlich schon überall. Da ist kein Lagerfeuer. Da brennt es einfach nur. Oh Mann. Ich brauche ein Zelt. Ich will wissen, wo ich bin. Ich habe absolut keine Ahnung. Hast du alles neu gestartet jetzt? Oh, guck mal, hier geht's auch weiter. Da sind wir noch gar nicht reingegangen. Weil wir immer hoch sind. Weil das halt nach dem richtigen Weg ausgesehen hat. Aber jetzt, wo ich weiß, es gibt keinen richtigen Weg. Ist das vielleicht auch interessant hier? Hier ist aber nichts. Also bei diesen Koordinaten sind vielleicht die Bücher, die wir immer gefunden haben. Und ich habe sie halt so zufällig gefunden, ohne
die Koordinaten zu beachten. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich meine, das Spiel erklärt einem halt nichts und schmeißt einen einfach irgendwie rein. Und ich pfeife ohne Orientierungssinn, fange doch nicht an, irgendwelche Koordinaten mehr anzuschauen. Aber es ergibt alles Sinn. Shiva hat verstanden, wie das Spiel anscheinend funktioniert. Ja! Und ihr nicht? Ihr habt alle nur von Landwirtschaftssimulator gesprochen. Ich weiß jetzt, wie man das spielt. Schön. Finde ich blöd. Ich hasse es, Koordinaten zu suchen und da irgendwo hinzugehen. Aber das ist so ein persönliches Ding, dass ich das nicht mag. Das Spiel finde ich cool. Ich beiß mich da jetzt irgendwie durch. Also hier waren wir ja schon mal, aber ich habe die Hoffnung, dass hier oben irgendwo ein Lagerfeuer ist und ich mir... anschauen kann. Ich auf die Karte schauen kann. Ich glaube, da hinten ist ein Feuer. Hui! Steine. Ich dachte erst, es wären Fußspuren. Aber die verschwinden hier ja nicht, ne? Also es können meine eigenen sein. Oder ich... Nee, sie verschwinden schon, ne? Das Mysteriöse war nur, dass sie von denen... damals nicht verschwunden. Ja, meine verschwinden. Ah, da geht's aber runter. Nett. Na gut. Aber ich dachte, da hinten ist ein Feuer. Ach, Kacke. Lass die Koordinaten wichtig sein können, habe ich letztes Mal schon erwähnt gehabt, aber glaub, keiner mitbekommen. Ja, dass die wichtig sein können, haben wir uns, glaube ich, alle schon gedacht, nur irgendwie ignoriert, weil... was soll man denn mit Koordinaten... Das mit der Karte haben wir, oder ich, auch erst jetzt so richtig geschnallt. Auch was ich halt damit soll. Duschi, Duschi, Duschi. Ein bisschen Angst vor den Wölfen tatsächlich. Dass die mich jetzt hier umbringen. Oh, ich finde das so blöd, dass er weder klettern noch hüpfen kann. Gott. Okay. Ja, weil irgendjemand so über irgendwelche Baumstämme läuft. Genau, das ist wieder... Ich habe halt auch nicht gewusst, dass der sich die selbst notiert. Das wird halt auch nirgendwo vermerkt. Ich habe halt gedacht, ich soll mir die selber irgendwie aufschreiben oder merken oder so. Ja, nett. Aber ist doch lustig so. Jetzt kenne ich mich zumindest mal ein bisschen aus. Willst du die Gesiter-Theorie wieder aufleben lassen? Geistertheorie. Ich geb's auf. Ach, schön. Ja, stimmt doch mit den Fußspuren. Wir haben das doch... Was hat da jetzt reingeladen? Was hat da reingeladen? Wir haben das doch auch richtig thematisiert letztes Mal, Verbalus. Das hat ja auch gestimmt. Ach, mal ganz kurz so an euch, während wir hier so gemütlich herumlaufen. Da fällt mir ein, hier irgendwo ist mal ein Roter rumgelaufen. Ich höre auch was. Der Typ braucht. Oh Gott! Oh.